Ja, guten Abend allerseits. Ich bin Damaloka. Ich bin kaum mehr, ich sage es einfach über mich, weil Menschen, ich, du, er, sie, wir, ihr, sie. Ich bin kaum mehr als ein Bündel widerstreitender Sehnsüchte, konkurrierender Ideen und Gewohnheiten und der durchgehende Faden eines Geburtsdatums und eines Namens hält mich lose zusammen. Das ist ein etwas frei wiedergegebenes Zitat, von wem sage ich noch nicht. Vielleicht komme ich später darauf, vielleicht auch nicht, weil es ist sehr, sehr ungewiss, was im Einzelnen heute Abend stattfinden wird. Was nicht heißt, dass ich mich nicht vorbereitet hätte. Ich habe mich sogar ziemlich gut vorbereitet, mit ziemlich viel Freude und mich versucht dabei sehr daran zu halten, ein Bündel, wenn man so will, von Fragmenten oder mehr oder weniger zusammengemischten Prozessen zu sein, die im Gang sind, die in Bewegung sind, die manchmal zusammenpassen und manchmal nicht zusammenpassen. Und irgendwann kam die Idee, diesem Vortrag, wie das heißt, auch eine solche Struktur zu geben, dass das eben auch ein relativ loses Bündel sein wird. Und was aus dem Bündel tatsächlich hier euch angeboten wird, ist im Augenblick noch ein bisschen ungewiss, weil zunächst muss man nämlich mal feststellen, wie lange das Ganze eigentlich dauern darf. Ich denke, es sollte auf keinen Fall länger als anderthalb Stunden dauern. Das ist wahrscheinlich also sowieso die Aufnahmegrenze. Tara Chita findet schon anderthalb Stunden lange. Und Tara Chita gehört wie ich zu den Älteren hier. Das ist also für die Älteren etwas schwierig. Für die älteren Bündel, die abgenutzten. Berüchtigt für die langen Vorträge. Ich bin berüchtigt dafür, oder der Amo auch, ja. Also, jetzt ist es 20 vor 8. Auf wann soll ich den Wecker stellen? Und was immer dann passiert, also auch, wenn jemand von euch oder ich mitten im Wort sein sollte, falls wir den Wecker überhaupt hören, weil heute früh hat er dummerweise nicht geklingelt. Ja, aber ich hoffe mal, dass man hört, dann ist der Vortrag zu Ende. Ja? Es darf dann danach untereinander weiter geredet werden, aber sozusagen das, was aus dem Bündel gerade dran wäre, bricht dann ab. Und das ist auch okay so. Und vielleicht gibt es irgendwann bei einer anderen Gelegenheit eine Möglichkeit, das Bündel anders zusammenzupacken und neu zu mischen oder so. Also, wie lange darf es längstens dauern? 9 Uhr. 9 Uhr? Auf 9 Uhr stellen. Okay, sollte dieses Ding nun nicht klingeln, weil ich werde das nicht sehen und ich werde auch versuchen, das Strich an dem falschen Weg. Moment, so geht das anscheinend. Sollte das nicht klingeln, dann, ja, Karin, darf ich dich bitten, dann einfach Wecker zu spielen? Wenn ich dran denke. Wenn du dran denkst. Ja, okay. Gut, das sollte so hinkommen. Ich will das auch gar nicht sehen, darum lege ich auch meine Uhr weg. Und es ist für mich selbst ein Experiment. Ich weiß nicht, was dabei stattfindet, aber wir werden einfach sehen. Nun, die Tara Chita fragte mich vorhin, ob sie etwas machen sollte, und dann sagte ich, ach nee, lass das, weil das ist so eine Unsitte, beziehungsweise nein, ich hatte mir das noch so schön zurechtgelegt, es ist eine Gewohnheit. In diesem Zentrum, ja, die manche Leute als Unsitte empfinden und manche als schönen Brauch empfinden. Wie das so mit den meisten Gewohnheiten ist. Ja, es gibt diese Gewohnheit, ja, also ihr wisst auch schon, wie ich das finde. Es gibt diese Gewohnheit, an diesem Zentrum Leute einzuführen. Und damit wird natürlich etwas getan, was dieser Aussage völlig widerspricht. Es wird Leuten sozusagen, wenn gesagt wird, ja, da ist der Damaloka oder wer auch immer und der hat schon dann und hat schon das und hat schon dies und jetzt ist er das, da wird sozusagen das Bündel fest zusammengepackt und dem wird eine Identität gegeben und natürlich sollte auch möglichst positiv und einladend klingen, weil ihr sollt ja alle da bleiben, um uns den Vortrag zuzuhören und so weiter. Das wird also schön verpackt und so kriegt er das drangehängt und kriegt dadurch einen Ruf verpasst oder der wird irgendwie verstärkt oder was auch immer. Und ja, ich finde, das ist eine ziemliche Unsitte, sollte man ruhig lassen. Und Tara Chita hat erfreulicherweise, also als sie kam so mit ein bisschen
leidvoll auszufassen. Ich muss dich ja dann heute Abend einführen. Und ich sagte, nein, auf keinen Fall. Und wir waren beide also sehr erleichtert. Aber so ganz aus ihrer Verpflichtung wollte ich sie nicht entlassen und hat sie dann gebeten, doch eine Rolle zu übernehmen. Und sie hat jetzt 11 Briefumschläge, die ziemlich gemischt sind. Und sie weiß auch nicht, was da drin ist. Und ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge die da sind. Ja, da, ganz genau, da ist Verschiedenes drin in diesen Briefumschlägen. Und das ist sozusagen das Bündel von Themen, das mehr oder weniger vollständig bis zu dieser Zeit, die an die Karin uns erinnern wird, hier abgehandelt wird. Das ist da drin. Und ich bitte die Tarashita, mir jetzt einen dieser Briefumschläge zu geben und damit fängt das dann an. Die Glücksfee. Du darfst die Glücksfee sein, ganz genau. Das ist natürlich. Ja? Okay. Das kann ich einfach weiter rumgeben. Da jetzt mit so vielen Leuten habe ich nicht gerechnet. Wenn ihr euch einfach entscheidet, du kannst reingreifen und etwas nehmen, du kannst aber auch einfach weitergeben. Es ist nichts Gefährliches. Ja? Ich sage schon mal, es ist essbar. Es gibt in England ein Restaurant, einfach eins nehmen, nicht reingucken, sondern einfach ziehen oder weitergehen. Ja, und möglichst auch schnell, damit das so weiter durchgeht. Ja. Mal sehen hier. In England gibt es ein Restaurant und es gibt auch, glaube ich, ein Rezeptbuch, das heißt Food for Thought. Und das könnte man sagen, ist Food for Ego. Oh. Vielleicht auch nicht, sind eigentlich nur Bonbons. Wenn ich das jetzt so sage, Food for Ego, dann ist das eigentlich ein bisschen unfair. Manche dieser Bonbons sind einfach nur lecker und gesund. Ich bin heute in der Apotheke gegangen mit folgender Frage. Gesagt, ich hätte gerne Bonbons, die eingepackt sind, alle einzeln eingepackt sind, die lecker und gesund sein sollen, weil das ist für ein Spiel, habe ich gesagt. Und an dem Spiel nehmen wahrscheinlich viele Leute teil, die in der Regel sehr ernährungsbewusst sind. Die würden nicht alles zu sich nehmen, weil sie nicht wieder abkommen. Ja? Weil das möchte man sich nicht unbedingt antun. Ja, also es sind sozusagen Bonbons, die für ernährungsbewusste Menschen durchaus zuträglich sind. Und ich habe dazu gesagt, es wäre schön, wenn zumindest eine Art dieser Bonbons eine Schock jetzt leicht abführende Qualität. Das hat damit zu tun, ich sagte Ego-Food. Ja, und natürlich Ego-Food, Ich-Nahrung nehmen wir ständig zu uns in der einen oder anderen Weise und wir geben sie auch aus, wir nähren auch andere, damit werden wir uns jetzt gleich ein bisschen mehr beschäftigen. Und aus buddhistischer Sicht zumindest würde es gut tun, wenn da auch immer eine abführende Qualität dabei wäre. Ja? So, dass man nicht zu sehr darauf abfährt, nicht zu sehr sich damit befreundet, nicht zu lecker das findet, nicht zu toll das findet. Aus buddhistischer Sicht wird vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen klarer, ist das Ego, das was wir Ich nennen oder das Selbst nennen, etwas relativ Problematisches. Aber gucken wir uns erstmal an, wie wird denn das Ego eigentlich gefüttert? Die erste Erinnerung, die ich habe, wobei mir das damals nicht bewusst war, dass es sich um so etwas handelt, die erste Erinnerung, wo ich sozusagen aktiver Teilnehmer einer Ego-Fütterung war, und zwar nicht als derjenige, der gefüttert wurde, sondern als Teilnehmer, der gefüttert hat, war in den Schuljahren 1 bis ungefähr 3. Das schönste und beliebteste Mädchen in der Klasse, in der ich war, mit Namen Ulla, Nachnamen spielt nichts zur Rolle, spielt keine Rolle, war auch nicht hier in Essen. Ja. Ja. Das war sozusagen das Objekt der Zuwendung, soweit ich mich erinnere, aller Jungs in der Klasse. Sämtliche Jungs. Ja, sogar ich, der sich später als jemand herausstellte, der gar nicht so sehr an Frauen interessiert ist und in dieser Richtung zumindest an Frauen nicht interessiert ist,
Sogar ich war damals voll verliebt in Ulla. Und wir alle zeigten Ulla das. Und Ulla merkte das auch. Ganz klar. Ja? Es wurden alle möglichen Spiele gespielt. Jeder versuchte, die Aufmerksamkeit von Ulla zu bekommen und ihr kleine Briefchen zuzustecken und mit ihr Zeiten zu verbringen und neben ihr zu setzen. Und dann gab es so damals also diese kleinen Geschichten. Man schickte ein Briefchen und man klebte eine Briefmarke, waren Spielbriefmarken, mit Kopf nach unten rum drauf. Das heißt, ich möchte dich gerne küssen. Ja, oder irgendwie sowas anderes ist das. Das waren also, war alles genau geregelt, was bedeutet es, wenn die Briefmarke schräg drauf war oder in der Ecke oder in jener Ecke war, mit welchem Stift wurde das in der ungelenkten Kinderhandschrift geschrieben, damit es eine ganz besonders große Bedeutung bekam. So fütterten wir Ulla mindestens 3 Schuljahre lang mit unserer Zuleitung. Es war nicht ihre Entscheidung, vermutlich zumindest, es war nicht ihre Entscheidung, dass sie irgendwann im Laufe des 3. Jahres Klasse verließ, sondern ihr Vater, der übrigens in Essen arbeitete, bei der Bundesbahn, wurde, soweit ich weiß, nach Hamburg versetzt und damit verschwand Ulla und war auch ganz schnell von allen anderen vergessen. Von allen anderen. Nein, nicht ganz vergessen, ich erinnere sie ja bis heute. Ja? Aber ich frage mich so im Nachhinein, was haben wir Ulla damit angetan? Ja, was hat das eigentlich für eine Auswirkung? Das kann durchaus sehr positiv gewesen sein. Ich weiß es ganz schlicht nicht. Ich habe sie nie wieder getroffen. Ja, aber was hat es für eine Auswirkung, wenn du jahrelang, zumindest von einer bestimmten Gruppe, nur wunderbare Schwärmereien über dich selber hörst, ja, die eher mit der Realität alle unheimlich wenig zu tun hatten, weil wir Idötzchen und kleine Kinder, die wir halt waren, lebten ja so sehr in unserer eigenen Fantasiewelt, dass das eigentlich mit der Person, die da hinter diesem hübschen Gesichtchen und dem blonden Pferdeschwanz steckte und die sich überhaupt erst bildete, natürlich überhaupt nichts zu tun hatte. Und ich denke, dass wir alle im Laufe unseres Lebens in verschiedenster Weise die Empfänger, vielleicht die, ja, auch aus Grund der Sicht dankbaren Empfänger und vielleicht auch die Opfer von Ego-Fütterung, Ich-Fütterung, wie ich das so etwas drastisch nenne, gewesen sind. So sehr, dass wir inzwischen auch alle möglichen Techniken entwickelt haben, das selber zu tun. Ja, wenn andere uns nicht so füttern, wie wir es haben wollen, dann tun wir es halt selber. Und ich habe zurzeit sehr, sehr viel Gelegenheit, das in mir selber kennenzulernen, weil ich habe in den letzten gut 3 Jahren in Vajraloka gelebt, einem Meditationszentrum, Meditationsretreatzentrum, wo, wenn ich dort bin, ich praktisch die ganze Zeit, also über Wochen oder Monate, auf Meditationsretreat bin und sehr viel Gelegenheit habe, einfach zu erfahren, was passiert denn so in meinem Geist, wenn ich da sitze und der so alle möglichen Dinge anstellt. Und ich konnte feststellen, dass manche dieser Themen mit einer Art Regelmäßigkeit wiederkehren und dass ich manche dieser Themen auch sehr, sehr lange zurückverfolgen kann. Und ich wollte so einen dieser Gedankenstränge aus Damalokas Mottenkiste, so nenne ich das, aber vielleicht soll ich es aus einer Giftkammer nennen, die euch erzählen. Da sitze ich also in Meditation. Nehmen wir an, mit einer Praktik, die vielen von euch vertraut ist, zumindest vielen, die hierher kommen, Vergegenwärtigung des Atems. Man spürt einfach nur den Atem. Man versucht einfach im Augenblick den Atem so zu erleben, wie er ist. Ihn wahrzunehmen, ihn zu schmecken, gewissermaßen wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen, im Atem zu sein, beim Atem zu sein. Und irgendwann, während ich da sitze, merke ich, das geht ganz gut. Ja? Und ich merke das und wenn ich Glück habe, kriege ich das gleich weiter mit. Ich fange an, mir zu erzählen, wie gut das geht, was da gerade passiert. Erstmal gebe ich dem sozusagen genau Namen, was das eigentlich ist. Ja, das ist diese Qualität, ja, das fühlt sich warm an oder das ist ein sehr, sehr schönes Streichen oder was auch immer. Ja, und nach kurzer Zeit, und dieser Übergang geht fast, ja, also in der Regel geht der so, dass ich den gar nicht mitkriege, merke ich, das merke noch nicht, sondern bin dabei, das, was ich da gerade erlebe, anderen zu beschreiben, zu erzählen, was das ist. Und nach ganz kurzer Zeit
hat wahrscheinlich mit meiner Identität, plötzlich auch ein bisschen deutlicher, aber mit meinem Selbstbild eine Menge zu tun, finde ich mich halt in einer Situation, wo ich andere einführe, diese Erfahrung zu machen, die ich eben noch erlebt habe, über die ich aber inzwischen nur noch innerlich rede. Ja, und ich beschreibe gewissermaßen, erzähle anderen, zum Beispiel in einer Situation wie dieser oder was auch immer, oder in einer Einführung in Meditation, ja, was sie tun soll und nach einer Weile, wenn ich das noch immer nicht gemerkt habe, dass es das ist, was passiert, dann kommt also mehr oder weniger Stereotyp, irgendwann die Rückmeldung von anderen, wie wunderbar sie das fanden, auf diese Weise in die Meditation eingeführt zu werden und dass sie nun zum ersten Mal so einen richtigen Zugang zur Vergegenwärtigung des Atems gefunden haben. Okay. Ja? Hat nichts mit Ego zu tun. Ne? Ja? Das fiel mir auf, so als Regelmäßigkeit. Dann dachte ich irgendwann daran, wie war das denn eigentlich früher, als du Musiker warst? Ich hatte eine professionelle Musikervergangenheit und war Cellist. Und absolut dasselbe. Da saß ich und übte in meiner Zelle, noch als Student oder was auch immer. Ja, und dann ging es ganz gut. Und dann sah ich mich, wie ich das auf dem Podium machte und das Publikum absolut still war. Ja, wie der Satz zu Ende ging und niemand zu klatschen wagte, weil man war so bewegt, so berührt. Ja. Dies war das erste Mal, dass diese Musik wirklich zum Klingen gekommen ist. Danke, was du für uns getan hast. Etwas weiter zurückverfolgt. Irgendwann während der Schulzeit habe ich die Schülerzeitung herausgegeben an unserer Schule. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Chefredakteur, wie das so groß hieß, und Herausgeber dieser Zeitung wurde, hatte ich nicht einen einzigen Artikel in dieser Zeitung jemals geschrieben. Ja, ich hatte überhaupt nicht irgendwas geschrieben, außer so den Klassenarbeiten, die man halt schreibt. Ja, und auch sonst keinerlei aktive Verbindung mit der Schülerzeitung gehabt, sondern einfach nur ein relativ großes Maul gehabt, was ich noch immer habe. Ja, und mich offenbar gut genug verkauft. Ja, und war auch nicht besonders daran interessiert, sondern ich war daran interessiert, diese Rolle, diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Glanz zu bekommen, der mich aufbaute und zu jemandem machte. Das ist wirklich so. Also das erinnere ich sehr, sehr stark. Dieses Element von, ach, ja. Es sind natürlich eher so die Kleineren, die so 2-3 Jahre unter einem sind, die dann mit großen Augen zu dem Chefredakteur der Schülerzeitung oder was auch immer gucken. Und da gibt es natürlich auch eine andere Stimme dabei, und die kennt ihr vielleicht auch, weil ich vermute, so was in diesen Einzelnen von euch auch zurzeit so ähnliche eigene Geschichten stattfinden. Wie ist das eigentlich bei euch selber, wo dann immer die Stimme sagt, naja, aber wenn die wüssten, wer ich wirklich bin, ja, dann wäre das alles ganz anders. Noch weiter zurück, ganzes Stück weiter zurück. Ich bin schon ziemlich alt, wahrscheinlich einer der Ältesten hier. Vielleicht sogar der Älteste, nicht die Älteste. Vielleicht, wer weiß, wer weiß. Ja, aber 1900. Ja, war das 56 oder 53? Das wäre wenige von euch aus eigener Erfahrung. Ja, auf jeden Fall Adenauer regierte noch dieses Land. Es war noch so kurz vor der Zeit, wo man wieder sagte, wir sind wieder wer. Was auch ein interessanter Spruch ist. Ich dachte also, ob wir darüber vielleicht auch einen Umschlag machen können, aber dass es keinen Umschlag darüber gibt, sage ich, erwähne ich das einfach jetzt. Das ist ein total interessanter Satz. Ja, wir sind wieder wer. Kurz vor dieser Zeit hatte Adenauer ein Abkommen mit Khrushchev, der damals, glaube ich, gerade, muss 56 gewesen sein, ganz genau, Ministerpräsident oder was das war, in der Sowjetunion geworden war, dass die noch in der Sowjetunion verbleibenden deutschen Kriegsgefangenen zurückkehren konnten. Und ein junger Mann aus meiner Familie war in Russland vermisst, und es gab gute Gründe, auf die ich nicht eingehe, das im Einzelnen zu beschreiben, warum ich sozusagen einen Anlass hatte, meinen Status in meiner Familie zu verbessern. Nun, als das Kind, das ich war noch keine 10 Jahre alt,
kam ich also eines Tages nach Hause und sagte, mein Lehrer, der Herr Meisel, hat gesagt, der Hinak ist auch in den Transport, ja, der gerade da angekommen war. Und meine Familie sagte, ja, sag mal, wie kann der das denn wissen? Wie ist denn das möglich? Ja, hat er ganz bestimmt gesagt. Hat er ganz bestimmt gesagt, erzähle ich zu Hause. Der Hinak ist auch in dem Transport. Und dann sind sie natürlich alle ganz aufgeregt gewesen, weil Hinak, da über den war geredet worden, der war vermisst worden, der war in Russland, sind sie hingegangen. Und der Herr Meisel, ich habe nie irgend so etwas erwähnt. Und ich wusste das natürlich auch, dass er das nie erwähnt hat. Aber, und das war mein Gefühl dabei, ich wollte derjenige sein, der den Hinak zurückbringt. Aus welchem Grund auch immer. Für mich persönlich hängen diese Themen zusammen. Ja, und sind sozusagen eine der Geschichten, die bis heute anhält. Und vorhin, so als Tarotita und ich etwas kurz sprachen, kurz miteinander sprachen, sprachen wir auch darüber, wie lang bestimmte Themen einfach durchgehen. Ja, und da hat man vielleicht 10 oder 20 oder 30 Jahre versucht, auch Buddhismus zu praktizieren oder sich mehr kennenzulernen, bestimmte alte Strukturen aufzulösen und gehen zu lassen. Und man merkt, manches davon kommt immer noch und immer wieder und immer wieder. Vielleicht in einem etwas anderen Gewand. Heute kann ich mehr darüber lachen. Vor ein paar Jahren hätte ich so eine Geschichte nicht erzählen können. Es wäre mir zutiefst peinlich gewesen. Wiederum vor einige Jahre davor hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass so eine Geschichte gelaufen wäre und so weiter. Aber es sind teilweise ganz, ganz tiefsitzende Strukturen, wie wir unser Selbstbild, unser Ego, unser Ich zementieren und immer wieder neu nähren, immer wieder neu unterstützen. Das Problem, das Fatale daran, ist, dass du selbst nie glauben kannst, dass das stimmt. Das ist das Gemeine. Da saß ich als Cellist und wusste, ich bin nicht so gut. Ja, oder ich wusste, das ist nur Masche. Ich wusste, das ist nur, um Aufmerksamkeit zu machen. Oder es ist auch gar nicht nur, um Aufmerksamkeit zu machen, weil irgendwo habe ich diese Musik auch sehr geliebt und auch wirklich versucht, das Beste zu geben. Aber es war immer so dieser Kick sozusagen da drin, da wollte ich was für mich rausholen und das ist es genau, was es verdorben hat. Das ist es genau, was das Ganze schief gemacht hat. Ja? Und da ist es auch, du bekommst in deinem Leben vielleicht eine ganze Menge positiver Rückmeldungen, eine ganze Menge Lob und so weiter und dann gibt es irgendwo immer wieder dieses Stimmchen, und sagt, naja, eigentlich wissen die ja nicht, wer ich wirklich bin. Überschrieben ist das Loka Dhamma. Ist mit einem Schock verbunden, den ich erlebt habe. Die Loka Dhammas sind eine buddhistische Lehre. Etwas, wovon der Buddha erzählt hat. Die Gesetze der Welt. Hat nichts mit meinem Namen zu tun. Oder nichts mit meinem Namen zu tun. Mein Name ist Dhamma Loka. Aber natürlich, als ich das hörte, hatte das viel mit meinem Namen zu tun, weil diese Gesetze der Welt sind keine besonders schönen Gesetze. Aber erst eine kleine Geschichte dazu, eine chinesische Geschichte, die aus dem daoistischen Hintergrund kommt. Ich habe die schon mal in irgendeinem anderen Vortrag erzählt, einige, wenn sie vielleicht schon mal gehört haben. Da lebte ein alter Mann mit seiner Familie in irgendeinem kleinen Ort in China und dieser alte Mann hatte ein Pferd. War kein besonders tolles Pferd, aber es war immerhin ein Pferd und nicht jeder hatte ein Pferd und er war stolz auf sein Pferd und es war ein echtes Pferd. Vier Beine und so weiter. Eines Tages lief das Pferd weg und die Nachbarn kamen zu dem Mann und sagten, oh, wie schade. Also du bist bestimmt sehr traurig, das ist doch bestimmt sehr, sehr unangenehm. Dein Pferd, du bist ja ziemlich reich gewesen, das hat dir gute Dienste geleistet und jetzt ist das einfach weggelaufen. Ach, wie schade, wie bedauerlich, das ist wirklich, wirklich traurig. Der Mann sagte, naja, wer weiß, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Es ist so, wie es ist. Und es vergingen ein paar Wochen und da kam das Pferd zurück und es brachte mit sich ein zweites Pferd. Ein junges, stämmiges, rasantes, wildes Pferd. Wie es da dran gekommen war, weiß ich auch nicht, ob die sich ineinander verliebt haben oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall kam Pferd plus Pferd und der Man hatte nur zwei Pferde und die Nachbarn kamen natürlich wieder an und sagten, Mensch, das ist ja toll, also wir sind aber auch froh, wir sind aber auch glücklich, dass du jetzt zwei Pferde hast, du bist doch bestimmt also unheimlich froh, das ist doch super gut, das ist doch toll, ja, dass du jetzt zwei Pferde hast und so ein junges, selbst wenn das andere mal sterben sollte, wird es ja irgendwann, dann hast du noch immer das junge Pferd, das ist doch toll.
Der Mann sagt, ja, gut oder schlecht, wer weiß, vielleicht so oder so. Das ist ein merkwürdiger Mann, ne? Eine Weile verging. Der Mann hatte einen Sohn, er hatte eine Familie gehabt und der Sohn war so ein bisschen Draufgänger und der dachte natürlich, na gut, dieses wilde Pferd, das kann ich schon trainieren, das werde ich schon also so richtig in den Griff kriegen und ritt dann aus. Und ja, es war ein bisschen umgekehrt, er bekam es nicht in den Griff, sondern es ihn oder es warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Und es ging ihm gar nicht gut, aber immerhin schaffte er es noch oder wie auch immer nach Hause zu kommen. Und die Nachbarn kamen wieder, die hörten davon und sagten, mein Gott, dein guter Sohn, dass ihm das jetzt auch passieren musste. Also dieses Pferd das und dieses gebrochene Bein deines Sohns, ob das denn wieder richtig zusammenwächst, weil das ist ja nicht so gewiss damals. Es war irgendwie vor ein paar hundert Jahren Beinbruch, war da eine andere Geschichte als heute. Ne? Sollten wir uns nicht so denken, dass es ganz harmlos war. Ja, auf jeden Fall, die waren ganz aufgeregt und ganz mitfühlen und so weiter. Und der Alte sagte, naja, gut oder nicht gut, ich weiß nicht, ja, vielleicht so, könnte ja dies oder jenes sein. Und einige Zeit später brach ein Krieg aus, dauerte gar nicht lang. Der Junge hatte immer noch so sein Bein geschient und so weiter, so in diesen Bambusschienen, ja, und Stricke oder Schnüre drum und so weiter und konnte natürlich nicht eingezogen werden. Ja, während alle anderen jungen Männer aus dem Dorf zogen den Krieg und dann kamen auch die ersten Nachrichten, dass der eine wohl nicht mehr zurückkommen würde oder der andere kam ganz ohne Bein zurück, je nachdem. Und die Nachbarn kamen zu dem Mann und sagten, Mensch, was hast du denn am Glück, ja, dass dein Sohn nun ausgerechnet nicht eingezogen würde. Ja? Und der Mann sagt, ich hoffe, er weiß, gut oder nicht gut. Und so könnte die Geschichte noch unendlich weitergehen. Aber was hat das mit den Lokadamas zu tun? Die Lokadamas kann man unter dem Titel der großen allgemeinen Abteilung im Buddhismus Abneigung und Zuneigung oder auch Begehren und Widerwillen einreihen und in der Untergruppe Hoffnung und Furcht. Die Lokadamas werden manchmal als weltliche Winde übersetzt. Es ist das, woran wir ganz viel hängen. Hoffentlich kriege ich diese Beförderung. Hoffentlich sagt er ja oder sie nein. Hoffentlich klappt das. Bitte bloß nicht das. Ach, jetzt ist das zerbrochen. Schrecklich. Also, wie er mich kritisiert hat, das ist doch ein Ding. Die Lokadamas sind Verlust und Gewinn, Tadel und Kritik, Freude und Leid, Ehre und Missachtung. Und der Buddha sagt, um diese Lokadamas, um diese weltlichen Winde, dreht sich sozusagen in der Hauptsache unser Tagesgeschäft. Ja, wir versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen, als positiv gesehen zu werden, gut dazustehen. Das ist alles nichts Schlechtes, das ist nichts Schlimmes. Das Problem ist nur, wenn wir uns damit identifizieren. Weil wenn wir aus einer Hoffnung, dass vielleicht etwas sein könnte, sozusagen eine Art zwanghaften Wunsch, das muss so werden, machen, dann wird es Probleme geben. Wenn wir aus dem Wunsch, auch aus der Hoffnung, dass etwas nicht passieren möge, das machen, das darf auf keinen Fall passieren, dann wird es Probleme geben. Und diese Probleme kennen wir wahrscheinlich alle ziemlich gut. Ob das Hoffnungen und Wünsche, Befürchtungen und so weiter für uns selber sind oder für andere Menschen, an denen wir hängen. Ja, egal, ob es unsere Kinder oder unsere Partnerinnen und Partner oder wer auch immer sind. Ja, wir sind so gestrickt zunächst mal, aus buddhistischer Sicht, solange wir nicht erleuchtet sind, dass wir ganz viel darauf richten. Und als ich hörte, dass diese weltlichen Winde, von denen hatte ich schon lange gehört, als ich hörte, dass die Lokadamas hießen, das hatte mir mein Lehrer verschwiegen bis dahin. Ich weiß nicht, ob er es verschwiegen hat. Er hat es nicht gleich dazu gesagt, als er mir den Namen gegeben hat. Aber als ich das hörte, dachte ich, verdammt nochmal, das hat viel mit mir zu tun.
Der Buddha sagt, 8 Weltgesetze, ihr Mönche oder ihr Bhikkhus, so spricht er, folgen dem Weltlauf und der Weltlauf folgt diesen 8 Weltgesetzen. Welche sind sie? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Genau wie den unwissenden Weltling, das ist jemand, der den Dharma, den Weg zur Erleuchtung aus Sicht des Buddhismus nicht kennt, genau wie dem unwissenden Weltling, ihr Mönche, so treffen auch den wissenden, edlen Jünger, das heißt die Schüler des Buddha, Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Ja, auch als Buddhisten sind wir nicht frei davon. Es ist nicht so, dass man sagt, hier, ab heute bin ich Buddhist und damit ist das alles weg, das interessiert uns nicht mehr. Ja, unter Umständen interessiert es uns sogar noch mehr. Worin besteht aber hierbei die Verschiedenheit, sagt der Buddha? Die Verschiedenheit, die Besonderheit, worin besteht der Unterschied zwischen dem Wissenden und dem Unwissenden? Und er erklärt dann, da der Bhikkhus wird dem unwissenden Weltling Gewinn zuteil. Nicht aber überlegt er sich dabei und nicht versteht er es der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, vorübergehend, dem Wechsel unterworfen. Und es wird ihm Verlust zuteil, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude und Leid. Und nicht überlegt er sich dabei, das ist mir zwar alles zuteil geworden, aber es ist vergänglich, es geht vorbei, es ist nicht dauerhaft. Sondern Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid halten seinen Geist umsponnen. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt er. Der Verlust verdrießt ihn. An der Ehre, die ihm zuteil wird, hängt er. Die Verachtung verdrießt ihn. Am Lob, das ihm zuteil wird, hängt er. Der Tadel verdrießt ihn. An der Freude, die ihm zuteil wird, hängt er. Das Leid verdrießt ihn. Und so schließt der Buddha. So der Zuneigung und der Abneigung verfallen, wird er nicht erlöst, findet er nicht die Freiheit, wird er nicht frei vom Leiden. Es lohnt sich, diese weltlichen Winde, diese Lokadamas, sich zu merken und sich zum Beispiel jeden Abend zu fragen, wann und in welcher Weise bin ich heute sozusagen von den weltlichen Winden, oder von welchen der weltlichen Winde bin ich heute verweht worden oder mitgenommen worden. Es ist sehr aufschlussreich. Und das Interessante dabei, wenn man sowas tut, das klingt vielleicht erstmal herb. Das Interessante dabei, man fängt nach einer Weile an zu lächeln. Es ist nichts Schlimmes daran, etwas zu wünschen, es ist nichts Schlimmes daran, etwas nicht zu mögen. Ja? Wir lernen nur ganz allmählich, ach ja, die Sachen, die kommen und die gehen. Sie sind sozusagen etwas, was stattfindet, womit wir uns aber nicht unbedingt identifizieren müssen. Ja? Unten steht, ein Losziehen lassen. Es steht noch ein bisschen mehr. Das Los entscheidet darüber, wie lange das dauern wird, was wir jetzt gleich machen. Wer will das Losziehen? 10 Minuten. 10 Minuten. Okay. Wir machen eine kurze Meditation. Eine Meditation, die im Prinzip in der buddhistischen Tradition eine der ganz zentralen Meditationen ist. Meditation, in der es darum geht, nachzuspüren bzw. zu finden, wo ist denn eigentlich unser Selbst? Ja? 10 Minuten lang wird es dauern. Jetzt muss ich doch meine Uhr nehmen. Wie kriege ich das denn hier? Oder kann jemand nach 10 Minuten einfach sagen, ja, vielleicht, genau. Bitte? Ich hab's nicht. Was? Ich hab's gemacht. Ja? Weißt du auch nicht? Ja, ich hab's gemacht. Okay. Ganz genau. Die Idee ist nicht, dass ihr etwa bestätigt, dass der Buddha recht hat, da gibt es kein Selbst, sondern man führt diese Meditation so durch, dass man wirklich versucht, das Selbst zu finden. Weil schließlich glauben wir ja alle dran. Ja, irgendwo glauben wir ja daran. Also, die Frage ist, wo ist es? Ja? Ich empfehle euch, wenn ihr wollt, schließt die Augen und schaut einfach so vor euch hin. Macht es euch bequem. Braucht keine Meditationshaltung zu sein. Einfach so. Aber wonach suche ich jetzt? Nach dem Selbst. Nach dir. Wo bin ich? Ja? Ja? Ne? Wo ist das oder wer ist das eigentlich? Wo ist das, zu dem ich normalerweise ich sage und mich
und so weiter, den ich als mich selbst bezeichne. Wo ist der denn eigentlich? Ja? Okay. Und ich leite euch da durch und der Uwe wird also nach 10 Minuten auf den Gong schlagen und damit ist dann diese Phase zu Ende. Zunächst spür nur einfach, was du überhaupt jetzt spürst, was immer das sein mag. Vielleicht sind es eher körperliche Empfindungen, vielleicht auch alle möglichen Gedanken oder was auch immer. Nimm das einfach wahr, wie das ist. Bleib in den Empfinden selber, ja, wenn es körperliche Empfindungen sind. Vielleicht sind es Ströme von Energie oder Gefühle von Härte oder Gewicht, je nachdem, Berührungsempfindungen oder andere Sinneseindrücke, Gerüche vielleicht. Spüre sie, koste sie, sei ganz in den Empfindungen. Und wenn es Gedanken sind, registriere sie, sodass du weißt, was du da denkst, ohne dich zu verwirren. Alles kommt und geht in eigener Weise. Mach das so lange, bis du wirklich das Gefühl hast, ja, ich spüre hier tatsächlich, was da geschieht. Und frag dich, wer ist es denn eigentlich, der das alles spürt? Und such, falls es da jemanden gibt, der oder die das alles spürt, such diesen jemand wirklich selbst zu spüren, zu empfinden. So, wenn du deine körperlichen Empfindungen spürst und untersuchst, wo ist da genau dieses Ich oder dieses Subjekt dieses Empfindens? Es kann zum Beispiel interessant sein, einfach nachzuspüren, auf dem Sitz, auf dem du sitzt, wo genau in deinem Empfinden fängt der Sitz an, wo hört der Körper auf? Oder wie kommst du überhaupt dazu, von einem Sitz da zu reden und von jemandem, der da sitzt?
Wenn du meinst, ja, ich habe da dieses Ich, dieses Subjekt des Erlebens oder des Erfahrens und Empfindens, ich kann das wirklich spüren, ich kann das wirklich feststellen. Wo ist das denn eigentlich? Ist das in den Empfindungen oder irgendwie getrennt davon oder in den Gedanken oder getrennt davon? Wenn deine Antwort ist, ja, das ist in den Empfindungen oder in den Gedanken, wo ist es denn dann, wenn der Gedanke oder die Empfindung zu Ende geht? Vielleicht sagst du mir, das ist dann in einer anderen Empfindung. Woher weißt du aber, dass es dasselbe Ich ist? Wenn du sagst, entdeckt hast, es ist nicht in den Empfindungen, nicht in den Gedanken, aber es ist getrennt davon da. Wo ist es denn dann, wenn kein Gedanke da ist? Versuch genau mal herauszufinden, wer, wo, wie ist dieses, was du Ich nennst. Pass auf, achte drauf, in dem Erleben zu bleiben, es wirklich im Erleben festzustellen, nicht einfach darüber zu spekulieren. Dann hör auf mit deiner Suche. Ich weiß nicht, was ihr gefunden habt. Oder auch nicht gefunden habt, je nachdem. Es lohnt sich, solche Übungen besonders dann zu machen, wenn man eine gute... Entschuldigung. Es lohnt sich, solche Übungen, solche Fragen sich besonders dann zu stellen, wenn man
eine recht gute Sammlung aufgebaut hat. Ja, das ist, wenn man also in seiner Erfahrung sehr verankert ist, sehr zentriert ist, still ist, innerlich still und gelassen und dann sehr, sehr aufmerksam nachzuforschen, was ist das eigentlich genau? Ja, was ich meine, ja, was, wenn ich von mir rede und so weiter. Woher kommt das? Ja, wo ist das? Wer ist das? Ist das überhaupt jemand? Ja, was ist das für ein eigenartiges Phänomen? Es ist ganz gut daran an, wenn man die buddhistischen Schriften liest. Wobei, ich weiß nicht, wie das anderen geht. Also mir ist das eigentlich erst nach vielen Jahren aufgefallen. Vor allen Dingen die Schriften aus dem sogenannten Pali-Kanon, die so eine der ältesten Überlieferungen innerhalb der buddhistischen Tradition sind, die haben, wenn man die so liest, oft einen ganz eigenartig unpersönlichen Charakter, einen unpersönlichen Ton. Und es gibt ganz, ganz viele Passagen darin, wo der Buddha zum Beispiel gefragt wird von irgendjemandem, der ihn besucht, oder auch einem seiner Schüler, wer ist das denn, der da fühlt? Oder wer ist das denn, der da denkt? Oder wer ist denn das, wer da leidet? Ja, der Buddha sagte, Leiden ist das Grundproblem. Und mit Leiden meint er die Tatsache, dass eigentlich die Dinge nie so hundertprozentig stimmen. Es gibt immer irgendetwas, was uns nicht ganz recht ist. Es gibt irgendetwas, wo wir sagen, Mensch, da müsste jetzt irgendwie noch so ein i-Tüpfelchen drauf sein. Dann ist es wirklich gut. Aber das i-Tüpfelchen kommt eigentlich nie. Ja? Das bezeichnet der Buddha mit Leiden. Er sagt nicht, es ist alles ganz schrecklich, überhaupt nicht, ja, sondern es fehlt irgendwo immer was. Wir sind nie ganz zufrieden. Und dann wird der Buddha meinetwegen gefragt, ja, wer ist das denn, der da leidet? Ja? Oder wer ist das, der sich freut? Wer ist das, dem es gut geht? Wer ist das, der erleuchtet wird? Wer ist das, der erwacht? Und der Buddha sagt regelmäßig unzulässige Fragen. Frage stimmt nicht. Ja? Frage nicht okay. Warum ist die Frage nicht okay? Die Frage unterstellt schon von vornherein, dass es da jemanden gibt, der das tut. Und worauf der Buddha hinweist, da gibt es also auch viele Ausführungen, diese Überzeugung ist nichts anderes als eine sprachliche Konvention. Die ist notwendig, die ist in gewisser Weise auch sogar ganz sinnvoll. Ja, um uns überhaupt zu verständigen, müssen wir uns nun mal, wir müssen nicht, aber es ist zumindest sehr zweckmäßig, wenn wir uns der Worte und der Sprache bedienen können und praktisch alle Sprachen, ich glaube, es gibt einzelne Ausnahmen, haben eine Struktur, in der es eine ganz, ganz deutliche Unterscheidung von den Subjekten des Handelns und den Handlungen und den Objekten der Handlungen gibt. Ja? Ich halte einen Vortrag für euch oder vor euch und so weiter. Da seid ihr, da bin ich. Und Sprache suggeriert uns sozusagen, das kann man der Sprache nicht vorwerfen, die ist einfach ein nützliches, gutes Mittel, aber die fangen wir ja ziemlich früh an zu verwenden und fangen wir an zu dem Zeitpunkt auch schon zu verwenden, wo wir uns über solche philosophischen Gedanken, Dinge eher noch keine Gedanken machen. Sprache suggeriert uns gewissermaßen, dass es tatsächlich unabhängige Personen und Dinge dieser Art gibt, wie sie von der Sprache bezeichnet werden. Statt dass das einfach Namen für Erfahrungen sind. Ja? Es gibt keinen Stuhl, sondern wir können stuhlen, wenn man so will. Ja? Wobei das Wir schon wieder ein Problem darin ist. Es wird gestuhlt. Ja? Oder der Bruder würde sagen. Okay. Ja? Ja? Vielleicht konntet ihr das in der kleinen Übung eben feststellen. Wenn ihr versucht sozusagen herauszufinden, wo fängt denn der Stuhl an oder der Sitz und wo höre ich auf, das ist erfahrungsmäßig unmöglich zu tun. Es geht einfach nicht. Es ist da einfach nur eine Empfindung von Weichheit oder von Härte oder was auch immer, eine bestimmte Sinneserfahrung, ja, die irgendwo ein Stückchen über das hinauszugehen scheint, was wir normalerweise als unseren Körper betrachten und wo es gewissermaßen etwas in den Körper andringt oder eindringt oder sozusagen darauf einwirkt. Aber es ist nicht eine Erfahrung von einem Objekt, was man Stuhl nennen könnte. Ja, das ist im Grunde einfach nur eine Konvention, die durchaus guten Sinn hat. Ja, aber wir haben das Erlebnis von Hartheit oder von Widerständigkeit oder von Solidität und. Und das ist das, was in der buddhistischen Tradition als Elemente bezeichnet wird. Und so ist auch das, was wir als Ich
oder wir oder mich und so weiter bezeichnen, im Grunde nichts anderes als eine Abstraktion von unserer Erfahrung, wir aber so ernst nehmen, dass wir glauben, dass diese Abstraktion tatsächlich einer Realität entspricht, die wir als ich und du und so weiter bezeichnen können. Was aus nach Aussage des Buddha, und er fordert auf, überprüft das, glaubt das nicht einfach. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, ja, weil intellektuell kann man sich davon relativ leicht überzeugen. Ja. Es geht nicht darum, das einfach intellektuell zu glauben. Was aber da sind, sind Prozesse, die in sich selber ganz unpersönlich sind. Ja, wo es niemanden gibt, der irgendetwas erfährt und so weiter. Es gibt Erfahrung. Ja, oder erfahren. Es gibt Erleben. Es gibt Schmerzen, es gibt Freude und so weiter. Oder sich Schmerzen, Schmerz empfinden, es gibt sich freuen. Aber es gibt nicht dieses berüchtigte oder berückende und so weiter selbst, nach dem wir suchen. Ja, was wahrscheinlich uns alle irgendwie auch irgendwann, das heißt in dieses Zentrum oder auch ähnliche Stühle und so weiter geführt hat, ja, wo wir uns dann halt hinsetzen und versuchen herauszufinden, wer wir denn eigentlich wirklich sind. Das Lebensprojekt, was uns ganz besonders im Westen in Atem hält und woran auch viele Industrien ziemlich gut verdienen. Eine amerikanische Zen-Lehrerin namens Cherry Huber, die ein wunderschönes, ein herrlich provozierendes Buch geschrieben hat, unter anderem die Seile, sie hat mir manche Bücher geschrieben, mit dem Titel Sex and Money are Dirty, aren't they? Also Sex und Geld sind schmutzig, nicht wahr? Die sagte irgendwann in diesem Buch, also es ist ein Arbeitsbuch, das ist kein Buch zum Lesen, sondern es ist ein Buch, wo man sich sehr, sehr viele Fragen stellen kann. Sie sagte, achte auf jede Empfindung. Glaube nichts. Nimm nichts persönlich. Und ganz viel des buddhistischen Trainings ist es, zu lernen, allmählich die Dinge weniger persönlich zu nehmen. Wir nehmen uns so schrecklich ernst. Ich könnte euch noch viele Geschichten davon erzählen. Vielleicht muss ich sogar noch welche erzählen, was ich zeigen. Wir wollen uns so fürchterlich ernst nehmen und im Grunde dabei uns nur selber Leiden zufügen. Weil dummerweise passiert es regelmäßig, dass das Kartenhaus, was wir uns aufgebaut haben, zusammenbricht und die Dinge sich als anders herausstellen, oder nicht die Dinge, ja, die Wirklichkeit sich als anders herausstellt, als sie ist. Unser sogenanntes Ego aber, so diese Neigung, an alles ranzugehen mit dieser Unterstellung, ich bin, ja, was ist da drin für mich? Diese Neigung ist fast unersättlich. Und wir können uns unglaublich anstellen und tun es wahrscheinlich auch, so irgendwie dieses Ego zufriedenzustellen. Und dann gibt es auch diese kurzen Momente, wo das mal zu gelingen scheint und dann kippt es wieder aus der Balance und die Suche geht weiter. Ja. Die Aufgabe ist, irgendeinen Weg zu finden, das loszuwerden. Was immer das heißt. Vor diesem Weg, also wie der wieder mit mir umgesprungen ist, das ist ja wohl wieder mal typisch. Mit mir kann man sowas nicht machen. Mit mir nicht! Dieser Typ ist wirklich der Letzte. So ein. Ich will es nicht mehr sein. Tut so, als ob ich Luft wäre? Was denkt die sich eigentlich? Glaubt wohl, sie war jetzt da was Besonderes. Ich etwa nicht? Also sie werden mich schon noch kennenlernen. Wir werden schon mal sehen, wen sie sich da ausgesucht haben. Szenenwechsel. Du bist der Mensch, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Das Schicksal hat uns füreinander bestimmt. Ich liebe dich. Eine Weile später. Das konnte ja wohl nur dir einfallen. Ist ja mal wieder typisch. Was glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Du bist der Letzte, den ich in meinem Leben begegnen musste. Und nochmal aus Damalokas Giftschrank. Letztes Jahr hatte ich diese freudige oder nicht so freudige Erfahrung, Feedback von Ordensmitgliedern zu bekommen. Und dieses Feedback habe ich gar nicht geliebt. Also von ihm hätte ich das wirklich nicht erwartet. Von ihm wirklich nicht. Für wen halten die mich denn eigentlich? Die haben doch gar keine Ahnung, wer ich wirklich bin.
Aber wer interessiert sich denn eigentlich auch schon dafür, was in mir vorgeht? Naja, wie der ist, ist auch kein Wunder, dass sowas kommt. Typisch. So bin ich doch überhaupt nicht. Also ich fühle mich wirklich nicht richtig gesehen. Ja, ich erwähnte das schon, die erleuchteten Lehrer, der Buddha fordert uns auf, das sagt sich so leicht, fordert uns auf, irgendwie dieses Ich, diese Ich-Illusion, diesen Glauben an das Ich, diesen Glauben an das Selbst loszulassen. Und nicht etwa, weil das was ganz Schreckliches wäre, vielleicht könnte man es auch anders sein, fordert uns gewissermaßen auf, das auf die richtige Ebene zu stellen. Ja, es geht nicht darum, also irgendwas abzuschneiden, irgendetwas zu sagen, das ist ganz fürchterlich, weil auch der Buddha offenbar und also auch andere Erleuchtete, egal ob man jetzt manche Leute, die zurzeit leben, für erleuchtet hält oder nicht, sind offenbar auch Menschen, die durchaus ihre Persönlichkeit haben oder bestimmte Eigenarten haben und so weiter. Die sind nicht also völlig in Luft aufgelöst und nur noch universal oder so, ja, sondern die haben durchaus sowas wie einen eigenen Charakter, der manchmal sehr, sehr deutlich ist. Aber, das ist das, was für uns, ja, darüber können wir nur spekulieren und darum geht es eigentlich nicht. Wir können das nicht wirklich verstehen, dass die gewissermaßen einen Weg gefunden haben, nicht mehr daran zu hängen, jemand Bestimmtes sein zu müssen oder nicht jemand sein zu müssen. Ja, die hängen nicht an irgendwelchen Etiketten, an bestimmten Erfahrungen, sondern die sind in der Lage, was immer das ist, was wir Wirklichkeit nennen, so zu nehmen, wie es ist und darin in Anführungsstrichen sie selbst zu sein, ohne sich in irgendeiner Weise aufspielen zu müssen oder was Besonderes hermachen zu müssen. Natürlich wirft auch das die Frage immer auf, ja, wer ist denn das eigentlich dann, wer erleuchtet ist oder der ein Buddha ist oder ein Erwachter oder was auch immer. Und diese Frage weisen die permanent zurück. Es gab zum Beispiel mal eine schöne Begegnung, da gab es drei tibetische Lamas, die alle gut befreundet waren miteinander und alle hatten sie einen unheimlich guten Ruf als ganz besondere Rinpoches, Wiedergeborene, ich gehe jetzt mal nicht so in die Begrifflichkeit da rein, die also schon so auf einer hohen Erleuchtungsstufe in dieses Leben zurückgekehrt seien mit einem großen Gewahrsein. Und irgendwann wurden die von einem ihrer Schüler gefragt, ja, sag mal, wer von euch dreien ist denn eigentlich der am weitesten Entwickelte? Beziehungsweise einer von denen wurde befragt. Und er antwortete darauf, das ist völlig klar, wer. Aber du kannst es nicht verstehen. Buddhistische Praxis, könnte man sagen, das, was wir als Meditation, als Übung von Ethik und Ähnlichem bezeichnen, ist im Grunde nichts anderes als ein Versuch, eine Vorbereitung, irgendwie an den Punkt zu kommen, wo wir die Ich-Illusion, wie es genannt wird, loslassen können. Wo wir die loslassen können und wo wir sie loslassen wollen, wo wir uns endlich ihrer entledigen können, wo wir sie gewissermaßen von uns abfällen. Diese Bürde, diese anstrengende Last, für die wir so viel auf uns genommen haben, die wir so sehr genervt haben, endlich hinter uns zu lassen. Alles, was als Praxis da ist, ist im Grunde nur Vorbereitung. Das Ich können wir nicht loswerden. Oder wir können es nicht machen. Ja, wir können es nicht wegwerfen. Versuch mal, dein Ich wegzuwerfen. Mal, abgesehen davon, dass du es finden müsstest. Aber, ja, wer ist es denn, der da wirft? Ja, und so weiter. Also, was wir tun können, ist mehr und mehr zu lernen, im Moment präsent zu sein. Mit verschiedensten Hilfsmethoden. Da gibt es die unterschiedlichsten Meditationspraktiken und anderen Praktiken. Und es kann uns an. Und aus diesem Präsentsein bestimmte Überlegungen, könnte man es nennen, oder Gedanken oder auch Bilder aufzunehmen, die das unterstützen können, dieses gehen lassen gewissermaßen in das, was wirklich, wirklich ist. Was immer das sein mag. Manche von euch werden denken, das ist alles unheimlich vage und Gesülze. Ist es auch irgendwo, weil A, ich rede nicht aus eigener Erfahrung und B, es ist offenbar außerordentlich schwierig, darüber irgendwelche Worte zu sagen, die Sinn machen oder die nicht gleich wieder zum Thema neuer Spekulationen werden können. In gewisser Weise scheint es aber, dass mit dieser Erfahrung, die man als Erleuchtung oder als Ichlosigkeit, Selbstlosigkeit bezeichnet, keineswegs alles zu Ende ist.
In irgendeiner Weise geht's weiter. Was da weitergeht, ist schwer zu sagen. Ja, wiederum, der Buddha wurde etwa gefragt, wo ist denn der Erleuchtete, zum Beispiel, wenn er gestorben ist, und was und so, und weist da auch wieder zurück. Also eine dieser Fragen, die eine Unterstellung enthalten, die einfach die Frage selber unbeantwortbar machen. Von Erwachten heißt es, diejenigen, die das Ziel erreicht haben, kein Maß gibt es, mit dem man sie noch messen könnte. Es gibt nichts, woran man sie fassen könnte. Sie werden manchmal als die Spurlosen betrachtet. Als diejenigen, die gewissermaßen durch die Welt gehen, die in der Welt voll da sind, aber keine Spur hinterlassen, wobei hier mit Spur das gemeint ist, was man in der buddhistischen Tradition als Karma bezeichnet. Die also sozusagen nicht überall, wo sie sind, ein Stück Gepäck hinterlassen, was irgendwann eine Folge für sie selber haben wird, die oft leider eher etwas unangenehm ist, weil wir uns mit den Altlasten der Vergangenheit auseinandersetzen müssen und von der, wie jeder von euch wahrscheinlich weiß, ziemlich viel damit zu tun haben, zu entsorgen, was wir früher besorgt haben. Und die Buddhas tun das nicht mehr. Die haben keine Agenda. Die wollen nichts und sind trotzdem ganz da und offenbar unglaublich glücklich, unglaublich froh. In einem Mahayana-Sutra heißt es, der Tathagata, das ist ein Ausdruck für den Buddha, ist weder Großzügigkeit noch Geiz, weder Moral noch Unmoral, weder Geduld noch Groll, weder Bemühung noch Trägheit, weder Sammlung noch Zerstreuung, weder Weisheit noch Torheit. Er ist unausdrückbar. Er ist weder Wahrheit noch Falschheit, weder Flucht aus der Welt, noch Versäumnis der Flucht aus der Welt. Er ist das Aufhören aller Theorie und aller Praxis. Er übersteigt jedes Kalkulieren. Er ist vollkommen unerreicht und trotzdem gleich mit der höchsten Wirklichkeit der Dinge. Und so geht es seitenlang weiter. Ja, er ist ohne Kummer, ohne Freude, ohne Anspannung. Keine Leere in Worten vermag ihn auszudrücken. Ich merke, wie ich manchmal, wenn ich darüber gehe, denke, ach, jetzt hoffe ich, dass sie das geben wird. Da sind wir. Ein Dank. Einzelne Leute, es gab ein paar Leute, die haben mich auf den Titel des Vortrags angesprochen und die fanden den Titel so gut und ich denke, ich muss dazu sagen, der ist nicht von mir. Ja? Oder er ist nur teilweise von mir. Zu dem Titel inspiriert hat mich ein Satz von Ayakema. Und darum dachte ich also, dass ich Ayakema, die inzwischen schon einige Jahre lang tot ist, danken möchte. Ayakema war eine tolle Frau, eine ganz, ganz interessante Frau, eine spannende Frau, wenn man so will. Geboren in Berlin, ich weiß nicht genau wann, ich glaube vermutlich in den 20er Jahren oder so, in eine jüdische Familie geboren, im Dritten Reich emigriert, glücklicherweise noch rechtzeitig. Zunächst nach Shanghai, China, so hat interessanterweise hat damals die Chinesische Republik ziemlich viele emigrierte Juden aus Deutschland aufgenommen. Dann dort mit der Familie interniert worden, irgendwann nach Amerika gekommen. Willkommen hat in Amerika geheiratet, Familie gehabt, mit ihrem Mann ein ziemlich auch spannendes, teilweise wildes Leben, mit langen Reisen in alle möglichen Länder geführt, mit den Kindern unterwegs, irgendwann in Australien gelandet. Die Kinder waren erwachsen, ich weiß nicht, ob sie auch schon selber Kinder hatten. Und sie hat sich als buddhistische Nonne ordinieren lassen, mit ziemlicher Resolutheit und Durchsetzungsfähigkeit. Das war damals keine leichte Sache, ist heute noch keine so ganz leichte Sache, besonders nicht im Theravada, also in einer bestimmten Richtung des Buddhismus, wo angeblich, oder na nicht angeblich, wo die Ordinationslinie der Frauen lang ausgestorben ist und die Männer sich oft also auf eine ziemlich rigide Weise weigerten, Frauen überhaupt ernst zu nehmen. Aber Ayakema war jemand, die man schon ernst nehmen konnte. So richtig ist, also wer sie gesehen hat, klein, total wache Augen. Also als ich sie kennenlernte, muss sie also in den 70ern gewesen sein. Ich glaube, so Anfang, ich habe sie nie gut kennengelernt, aber stämmig, ja. Ging auch so richtig resolut durch die Gegend und nahm kein Blatt vom Mund. Sie hat wunderschöne Sprüche gemacht. Sie hat wunderschöne, also es gibt wahrscheinlich unten ein paar Titel, also einfach ihre Wahl von Titeln und so weiter sind auch so treffend. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Titel war, von dem ich also diesen Titel hier abkopiert habe, aber irgend sowas wie ohne ich oder so ist das Leben viel besser, irgendwas in der Richtung. Einer ihrer Wahlsprüche war,
Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Ja? Statt zu fragen, da ist man wegen irgendetwas, was zu tun ist. Ja, soll der doch tun oder sie doch tun, ist doch deren Aufgabe. Wer, wenn nicht ich? Mach's einfach. Wann, wenn nicht jetzt? Nicht irgendwann, nicht morgen, nicht übermorgen. Hier, das ist zu tun, mach's. Und so scheint sie auch gehandelt zu haben. Also ich habe mit einzelnen ihrer Schüler gesprochen, die also ganz viele Beispiele dazu erzählen konnten, wie sie tatsächlich das umgesetzt hat. Eines ihrer Bücher, ich weiß leider nur den englischen Titel, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Being Nobody, Going Nowhere. Also niemand sein, nirgends hingehen. Und vor Jahren, leider war er ja immer schon verstorben, ich glaube, sie war ein oder zwei Jahre gestorben, hatte ich das Glück, mit Sarah Shita, dem Gründer der FEBO, zu Ayakemas Haus zu fahren. Die beiden waren ziemlich gut befreundet gewesen, hatten relativ viel Kontakt gehabt. Und wir sind nach Uttenbügel gefahren zum Haus der, nicht Haus der Stille, Waldkloster. Buddha-Haus, ganz genau. Und sind da hingefahren und haben mit den die Nachfolger in Anführungsstrichen von Ayakema getroffen und mit denen uns eine Weile lang unterhalten. Und es war zufällig ein Mönch, ein europäischer Mönch in der Theravada-Tradition aus, der in Sri Lanka lebte, dabei. Und das war nun jemand, der die ganze Zeit also ganz, ganz viel davon redete, wie viele Reisen er gemacht hat und wo er Vorträge gehalten hat und was alles so wichtig war und wie die Leute ihn sahen und so weiter. Findet man also auch in der buddhistischen Tradition neu, weil man kann also aus dem Buddhismus wie aus jeder, ich sag mal, Ideologie oder jeder Anschauung, jeder Religion natürlich auch seinen Lebensunterhalt machen und seine Ego-Karriere bestreiten, wie ich das ja auch tue. Und der hatte, machte das auch sehr gut, darum habe ich das wahrscheinlich auch so gut gemerkt. Ja? Und als wir dann rausgingen, als wir abfuhren, sagte Sangharakshita nur, being somebody, going everywhere. Ayakema sagte zu dem Thema unmittelbar, was uns hier betrifft, der Weg, den der Buddha uns gezeigt hat, führt uns zu dem Moment, in dem wir effektiv die Ich-Bezogenheit und die Ich-Illusion durchschauen und uns selbst als ein vergängliches, transparentes Phänomen erkennen, das in der Welt gut fungieren kann, aber nicht etwas darstellen muss, sondern genau das ist, was es schon immer gewesen ist, nur eine Manifestation des Wunschs, hier zu sein. Wenn wir uns so erkannt haben und einmal die Ich-Bezogenheit und Illusion der separaten Person abgelegt haben, dann ist es ganz einfach, andere zu lieben, weil es keine anderen gibt. Es gibt nur eine Manifestation des Seins. Mitwirkende sind gefragt. Endlich, die haben doch schon die ganze Zeit gewartet, wann komme ich endlich dran? Ja? Der Buddha sagte, Bhikkhus, wo es den Gedanken gibt, und jetzt kommt der erste Gedanke, Nummer 1, ich bin, dort entstehen auch die folgenden Gedanken. 2, möglich sein. 3, ich werde anders sein. 4, sollte ich sein. 5. Sollte ich so sein? 6. Sollte ich in dieser Welt sein? 7. Möge ich in dieser Welt sein? 8. Ich bin nicht ewig. 9. Ich bin in dieser Welt. 10. Sollte ich anders sein? 11. Ich werde sein. 12. Möge ich anders sein? 13. Möge ich so sein? 14. Ich werde so sein. 15. Ich bin ewig. 16. Ich bin anders. 17. Möge ich nicht sein. 18. Ich bin so. Dies, so schließt der Buddha, sind die 18 Gedanken, die von einem das innere Selbst betreffenden Begehren verhext sind. Hören wir sie nochmal an. Diesmal in der Form ihr oder wir. Wir sind. 2. Mögen wir sein. 3. Wir werden anders sein. 4. Wir sollten wir sein. 5. Sollten wir so sein. 6. Sollten wir in dieser
7. Mögen wir in dieser Welt sein. 8. Wir sind nicht ewig. 9. Wir sind in dieser Welt. 10. Sollten wir anders sein? 11. Wir werden sein. 12. Mögen wir anders sein. 13. Mögen wir so sein. 14. Wir werden so sein. 15. Wir sind ewig. 16. Wir sind anders. 17. Mögen wir nicht sein. 18. Wir sind so. Dies sind die 18 Gedanken, die von einem des inneren Selbst betreffenden Begehren verhext sind. Der Buddha gab sie in einer anderen Reihenfolge. Das sind Übungen oder Anregungen frei nach Thathang Tulku, einem buddhistischen Meister und Lehrer, den ich sehr, sehr inspirierend, sehr anregend finde. Übungen, die in der einen oder anderen Weise mit unserem Selbstbild, unserem Ich-Gefühl und so weiter zu tun haben. Und schlage es euch einfach vor als eine Aufforderung, das zu machen. Aber ihr könnt natürlich auch mit den anderen, nur euch mit euren Nachbarn und so weiter austauschen und verständigen. Und vielleicht wollt ihr ja lieber eine Übung haben, die die haben. Wenn zum Beispiel eine Übung heißt, wenn jemand dich auffordert, irgendetwas zu tun, einen ganzen Tag lang, also jede Aufforderung, wozu dich jemand auffordert, sag einfach ja. Ja? Und mach's. Und wenn du das nicht machen willst, guck vielleicht, ob du irgendwie eine bessere Übung eintauschen kannst. Dazu musst du aber dann mit anderen Kontakt aufnehmen. Also am Anfang des Buddhismus steht diese Erfahrung, es gibt irgendwo immer etwas, wo es nicht so ganz stimmt, wo die Sachen nicht so ganz in Ordnung sind. Irgendwas bringt euch dazu, bringt uns dazu, dieser Qual zu unterziehen, auf unbequemen Sitzgelegenheiten zu sein, in einem Raum, in dem es bald keinen Sauerstoff mehr gibt und so weiter. Alle möglichen Dinge zu tun, während der Rest der Welt ja zu dieser Zeit gerade viel Spaß hat, wo auch immer die gerade sind. Und irgendwo hoffen wir, so wie das ein Mensch namens Faust tat, dass es doch vielleicht diesen Moment geben könnte, zu dem man sagt, das ist endlich das Gelbe vom Ei, verweile doch, du bist so schön. Ja? Wahrscheinlich wusste der auch irgendwo, dass es diesen Moment nicht geben würde, sonst hätte er seine Wette mit dem Mephisto nicht machen können. Ja, so doof war der ja nicht. Was er wohl nicht ganz mitgekriegt hat, ist, dass er trotzdem in seiner Suche gefesselt war und gefangen war. Ja, wie der Mephisto selber auch. Naja, der Buddha hat es irgendwo auch mal ziemlich frühzeitig gemerkt, dass es diese Erfahrung, es ist total gut, nicht auf Dauer gibt. Alles geht vorbei. Alles schlägt irgendwann auch wieder um in etwas anderes. Und er erkannte, dass das Leiden, aber ein ganz, ganz großer Teil des Leidens, das wir dabei erleben, hausgemacht ist dahingehend, dass wir falsche Erwartungen haben. Wir haben uns irgendwie in ein Realitätsbild rein manövriert, wie auch immer das gekommen sein mag, ob in diesem Leben oder in der klassisch indischen Tradition, in vielen Leben früher, wie auch immer. Wir haben uns in ein Weltbild hinein manövriert, was uns permanent dazu führt, dass unsere Erwartungen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen frustriert werden. Und dieses Weltbild, Selbst und Weltbild, wird mit einem Namen zusammengefasst oder mit einem Begriff zusammengefasst, oder mit zweien eigentlich, Nama-Rupa oder auch die 5 Skandas. Manchmal werden die als die 5 Persönlichkeitsfaktoren bezeichnet. Die 5 Persönlichkeitsfaktoren sind sozusagen die Bündel, wenn man so will, aus denen das, was wir unser Ich zusammen, was wir für unser Ich halten, zusammengesetzt. Und wir neigen halt dazu, dieses Bündel selber für eine in sich stimmige Realität zu halten. Derjenige, von dem dieser Satz kommt, beziehungsweise die Grundlage dieses Satzes, Sangrakshita, ist jemand, der von vielen Leuten für ganz definitive, wenn man so will,
Person gehalten wird. Von manchen für einen Erwachten oder fast schon Erwachten, von anderen für einen Scharlatan, für wieder andere für einen Lüstling, für wieder andere für einen bloß Intellektuellen, für wieder andere und so weiter. Alle möglichen Leute haben sozusagen ihr Bild davon, wer Sangharakshita ist. So wie wir unser Bild haben, wer der Dalai Lama ist oder wer dieser oder jener Lehrer oder Papst Benedikt oder wer auch immer sein mag. Ja, wir haben unsere Bilder, wir haben die Leute in Schubladen geschoben und manchmal holen wir sie aus der einen oder anderen Schublade raus. Diese Schublade oder das Grundmuster der Schublade, wenn man so will, ist 5 Skandhas. Identifikation von Menschen und ihrer Welt, ja, mit bestimmten körperlichen Aspekten und bestimmten geistigen Aspekten. Und die buddhistische Praxis, zumindest eine Art buddhistische Praxis zu beschreiben, zielt darauf, diese Skandhas wirklich zu durchschauen, die wirklich zu erkennen. Das haben wir vorhin ansatzweise in dieser kurzen Meditation versucht. Ja, das war, wenn man so will, eine Skandha-Meditation. Was ist es wirklich, was in der Sinneswahrnehmung passiert? Ja, wo gibt es da jemanden, der etwas wahrnimmt? Was ist das eigentlich? Ja, wie kommt es? Okay.